Montage der FSA Mega Exo Rennradkurbelgarnitur. Montage der FSA Mega Exo Rennradkurbelgarnitur. Werkzeuge. Vorbereitung des Rahmens. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Innenlagergehäuses frei von Metallspänen, Schmutz, Staub und so weiter ist, bevor Sie die Mega-Exo-Lagerschalen montieren. Tragen Sie eine dünne Schicht Fett auf die Gewinde des Innenlagergehäuses auf. Montage der Mega-Exo-Lagerschalen. Montieren Sie die rechte Mega-Exo-Lagerschale von Hand und ziehen Sie sie dann mit der Mega-Exo-Innenlager-Montageglocke Nummer E0102. Beachten Sie, dass die rechte und die linke Innenlagerschale nicht identisch sind. Die Lagerschalen sind mit Lasermarkierungen gekennzeichnet. R rechts und L links. Die Mega-Exo-Lagerschalen dürfen nicht schräg in das Innenlager montiert werden, da sonst mit vorzeitiger Abnutzung zu rechnen ist und die Innenlagergehäuseoberfläche beschädigt werden kann. Ziehen Sie die Mega-Exo-Lagerschale mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels und der FSA Mega-Exo-Innenlagermontageglocke Nummer E0139 bis zu einem Drehmoment von 45 bis 55 Newtonmeter an. Montieren Sie die linke Lagerschale auf die gleiche Art und Weise. Montage des rechten und linken FSA Mega-Exo-Kurbelarms. Tragen Sie an den Stellen der Kurbelachsenoberfläche, die in Berührung mit den Lagern kommen, eine dünne Schicht Fett auf. Führen Sie den rechten Kurbelarm und die Achse vollständig durch das rechte und linke Lager. Montieren Sie den Wellenring auf der linken Seite des Innenlagergehäuses auf die Achse. Montieren Sie den linken Kurbelarm auf die Achse. Schrauben Sie die selbstabziehende Kurbelschraube in die Achse und ziehen Sie sie mit einem Drehmomentschlüssel und einem 8 mm Sechskantschlüssel bis zu einem Drehmoment von 45 bis 55 Newtonmeter an. Achten Sie darauf, dass Sie die Kurbelschraube nicht überdrehen. Wartung der FSA Mega Exo Innenlager. Werkzeuge. Die empfohlenen Inspektionszeiträume sind wie folgt: entweder nach jeder Radsaison, einmal jährlich oder nach 8000 Kilometern, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Nach gebrauchter Nässe, im Regen, bei Sturm und im Schmutz, bei unruhigem Lauf, Zeichen von Korrosion, Beschädigung der Dichtungsgummis und oder der Lagerabdeckkappen. Demontage und Wartung der Mega-Exo-Lager. Das Mega-Exo-Lager-Ein- und Ausbauwerkzeug hat zwei Seiten. Der größere Innendurchmesser ist für die Demontage des Lagers. Der kleinere Innendurchmesser ist für die Montage des Lagers. Platzieren Sie das Hauptteil des Werkzeugs mit der Ausbauseite, größerer Innendurchmesser, nach oben zeigend. Schieben Sie die externe Seite der Innenlagerschale nach unten zeigend in das Werkzeug und drehen Sie die Lagerpressschraube im Uhrzeigersinn, bis das Lager komplett aus der Schale rausgepresst ist.
Lösen Sie die Pressschraube und nehmen Sie die Schale und das Lager vom Hauptteil ab. Falls die blaue Dichtung an der Pressschraube haftet, entfernen Sie diese. Wenn das Lager entfernt ist, entfernen Sie die Lagerdichtung vorsichtig mit einer Rasierklinge oder einer Reißahle. Falls die Dichtungen abgenutzt, beschädigt oder verfärbt sind, sollten sie beim Einbau ersetzt werden. Benutzen Sie ein mildes Lösungsmittel, um das Lager zu reinigen. Benutzen Sie kein Lösungsmittel auf alkalischer oder saurer Basis. Lassen Sie das Innenlager trocknen, bevor Sie das Fett erneuern. Bei Keramiklagern tragen Sie bitte mit der Fettspritze ME084 hochwertiges Leichtlauffett auf. Bevor das Lager wieder eingebaut wird, stellen Sie bitte sicher, dass die schwarze Dichtung und die Staubkappe vom Lager entfernt wurden. Platzieren Sie das Hauptteil des Werkzeugs mit der Einbauseite, kleinerer Innendurchmesser, nach oben zeigend. Montieren Sie die blaue Dichtung in die Mega-Exo-Lagerschale und achten Sie darauf, dass die flache Seite sauber anliegt. Setzen Sie die Mega-Exo-Lagerschale in das Werkzeug und reinigen Sie, falls nötig, die Innenseite der Lager- und Kugelschalen. Setzen Sie das Lager in die Lagerschale ein und achten Sie darauf, dass die Fräsnut des Lagers nach oben zeigt. Montieren Sie die schwarze Dichtung mit der Dichtungslippe nach oben zeigend. Benutzen Sie die Pressschraube mit der dazugehörenden Unterlegscheibe. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn an, um das Lager in die Lagerschale zu pressen, bis es vollständig am Sitz anliegt. Entfernen Sie die Pressschraube vom Hauptteil. Montieren Sie nun vorsichtig die Staubkappe. Die Kappe muss in der Nut der inneren Kugelschale sitzen. Stellen Sie sicher, dass sich das Lager frei, ohne Rauheit oder Unebenheit drehen lässt. Das Innenlager und die Kurbelgarnitur können nun wieder anhand der Komponentenanleitungen eingebaut werden.